Moin Leute, ja, ich schaffe wieder Feierabend. Ich bin der Sascha und heute bin ich in Hatsune Miku. Ja, das ist eine Sängerin, eine virtuelle Sängerin in Japan. Sehr, sehr berühmt. Kannte ich vorher überhaupt nicht. Und ja, da ist jetzt ein Musikspiel zu erschienen auf der Oculus Quest. Ich mache erstmal wieder ein bisschen leiser. Das ist ja halt doch ein bisschen sehr laut. So. Ja, was soll ich sagen? Ich kenne die Dame nicht. Ja, ich habe da vorher nie was von gehört. Und das Ding kostet 24,99. Es gab direkt DLC dazu. 3 Music Packs A11,99 mit 9 Stages dabei. Oder ihr nehmt das Komplettpaket für, ich meine, 32 Euro. Also wenn ihr das ganze Vergnügen haben wollt, dann seid ihr mit 57 Euro dabei. So, der erste Eindruck. Ich habe schon ja, leicht Besseres gesehen. Also es ist nicht super knackscharf hier und da. Also hier und da sind so leichte, ja, unschöne Ränder hier bei diesen Röhren zum Beispiel. Die flimmern so ein bisschen am Rand. Ne? Jetzt nicht stark, aber ich habe da echt schon Schärferes gesehen. Die Figur selber hat hier auch so Treppeneffekte ringsherum, ne? Also auch nicht so super schön, aber okay. Ja, auf den Bildern sah es so ein bisschen aus wie Box VR oder so ein bisschen wie Beat selber, wie beides. Ich habe hier zwei so schicke Stäbchen, ne? Mit so Sternen oben drauf, die sehen okay aus. Das ist scharf, was hier drauf steht. Jetzt das Kleingedruckte hier kann ich lesen. Hatsune Miku oder wie sich das schimpft. Seid mir nicht böse, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Gut, so, wenn ihr das Ding das erste Mal startet, dann habt ihr das Menü hier, ne? Stage, Select, Tutorial, Ranking, Music, Video, Options. Ich gehe natürlich wie immer erstmal in die Options. So, was haben wir an Sprachen? Wir haben ja, au, wir haben sogar Deutsch. Ja, guckt euch das an. Musiknoten-Sound, den lasse ich natürlich an. Lautstärke war sogar nur auf die Hälfte und es war schon gerade richtig laut. Okay, dann lassen wir es so zurück. Und dann würde ich sagen, Tutorial. Ab dafür. So, tippe auf die Musiknoten mit meinem Stäbchen hier, oder was? Weiter mit dem Trigger. Das ist aber kein Oculus Quest Controller, ne? So. Das ist aber sehr groß hier, die Halle, ne? Weiter mit Trigger. Okay. Das ist aber komisch, Leute. Also das hat jetzt gerade so ein bisschen was von Zeitquest-Spielen, muss ich sagen. So, es gibt 4 Lautsprecher auf der Bühne. Weiter mit Trigger. Die gucken sogar ein bisschen 3D raus, muss ich sagen. Bewege den Controller-Stick, wenn die Musiknote aus dem Lautsprecher erscheint. Okay. Bewege den Controller-Stick. Also ich soll den Trigger drücken. Lass uns 3 Musiknoten berühren, drücke den Trigger und es geht los. War das richtig? Hä? Geschafft, das Tutorial ist vorbei. Das ist alles? Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, Bühne auswählen. Wie viel haben wir? Okay, das ist aber eine Menge. So, wir haben 1, 2 Charakter. Wir haben, Musik ist vorbei. Wir haben 2 Schwierigkeitsgrade, normal, schwer. Es sollen 10 Lieder sein, ne? Und dann haben wir wie viele Bühnen? Das ist alles ein bisschen durcheinander, ne? Bühne 4, Bühne 6, Bühne 8, Bühne 10, Bühne 2, Bühne 1. Hä? Okay. Und das ist alles... Das muss ich wahrscheinlich alles kaufen. Das sind wahrscheinlich die DLCs, ne? Okay, achso, eine Bühne ist auch gleich ein Lied. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. Wir können auch einen anderen Stick nehmen, den ich jetzt hier noch nicht sehe. Ach komm, ich behalte diese komischen Sternen-Sticks, alles gut. Charakterauswahl. Wir nehmen jetzt erstmal die und nächstes Lied machen wir einfach die anderen. Und auch normal. Ah je, die Musik schon, ja? Okay, probieren wir es aus. Komm, Leute. Okay, die Figur sieht jetzt auch nicht so mega toll aus. Ist auch ein bisschen, ja, am Flimmern hier und da. Okay, go. Hallo, was ist das denn? Ich dachte, da kommen jetzt so einzelne... Also, das sieht... Die unteren sieht man so schlecht. Unten links. Okay, die tanzt jetzt so ein bisschen. Und ich muss jetzt hier halt diese Dinger... Aber Leute, für 25 Euro... Also, ich kann jetzt eigentlich schon fast ein Fazit sagen. Also, das ist ja gar nichts. Und das ist optisch auch nicht toll. Das habe ich schon auf Sidequest echt bessere Sachen gesehen. Ach Leute.
Also man hat auch gar keine Zeit, um sich auf die Figur vor einem zu konzentrieren, um sich das anzuschauen. Ich habe irgendwas Tolles gemacht, es kam eine Musik, ein Ton. Ey! Das ist normal, was ist denn dann schwer? Leute, diese Töne, ne, das hat echt so ein bisschen Gameboy-Niveau, ne? Okay. Kann man ja auch sterben, kann man ja auch kaputt gehen. Es ist, glaube ich, auch egal, mit welchem Stab ich hier welche Note, ne? Also mich holt das jetzt hier nicht wirklich ab. Was denn? Eine 10er-Kombo, obwohl die Hälfte daneben gegangen ist, oder wie habe ich's? Bist du zufrieden? Okay, sie winkt mir. Leute, was ist das? Ich habe sogar Rang S. Ich bin gerade ein bisschen anti-geflasht, muss ich sagen. Ja. Boah, Leute, jetzt ehrlich, das ist für 25 Euro. Ich denke, es kommen nur qualitativ hochwertige Apps in den Store. Hier, komm, wir nehmen mal die andere Tante hier. Also das ist aber nicht qualitativ hochwertig. Okay, die Figur sieht ein bisschen besser aus jetzt, wie vorhin. 3, 2, 1. Aber es ist, glaube ich, auch egal, was ich... Oh! Was ich hier für Stäbe nehme, ne? Okay, also man sieht teilweise echt sehr schlecht die Noten, wo die herkommen. Wie soll man das denn machen, echt? Die kann ich doch teilweise alle gar nicht bekommen. Da kommen teilweise 3 auf einmal. Wie soll ich das... Ey, Leute! Das sollen ja lustige Quest-Games werden, wenn ich mich wieder mit dem Patrick zusammensetze. Leute, ich vereier hier die meisten. Wie soll man denn dann einen Rhythmus finden? Ich weiß nicht, soll man da so ein bisschen bei tanzen oder was? Aber da finde ich keinen Rhythmus, Leute. Das ist auch nicht meine Musik. Und Leute. Was ist denn das für ein Spiel? Es läuft auf jeden Fall flüssig, das kann ich sagen. Aber es gibt so viele gute Alternativen. Da braucht sowas eigentlich überhaupt nicht, ne? Also muss ich ganz ehrlich sagen. Aber okay, die Frau ist eben, wie gesagt, in Japan berühmt. Leute. Wir machen einmal aus Spaß nochmal einen schweren. Ich weiß ja nicht, was dann schwer ist. Kann ich eigentlich auch echt hier verrecken? Ich weiß es nicht, ey. Also so gut spiele ich ja wirklich nicht. Oh Leute, ich habe keinen Bock mehr. Muss ich ja ganz ehrlich. Ey Leute, da kommen so viele und. Oh Leute, ich blick das hier nicht mehr. Da kommen so viele oben, unten, rechts, links. Also das ist nicht mein Spiel, ganz ehrlich, nee. Also es gibt nichts Schlimmeres wie ein Rhythmusspiel, wo man keinen Rhythmus findet. Wie lange geht denn das Stück? Ey. Also. Ach. Leute, ey.
Ey, das geht gar nicht. Also ich finde auch wirklich nicht, welche muss ich zuerst, welcher ist näher, welcher ist weiter weg und... Wolle, ich habe echt keinen Bock mehr. Und dafür 25 Euro, das ist eigentlich das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Ist gut. Oder, wie lange geht denn das Stück? Ist das hier so ein 10-Minuten-Ding oder was? Nee. Das reicht. Super, danke. Die winkt jetzt bestimmt wieder. Ne? Ja, juhu. Boah, Leute, das ist ein Bären. Ja, ich habe auch nichts anderes verdient. Ja, Sayonara oder wie heißt das? Die klopft sogar. Gut, so, ich überlege gerade, Leute, ob ich meine Kamera mal wieder angemacht habe. Ich muss einmal schauen, ey. So, kurz geschnitten diesmal. Ich muss einmal gucken, ob meine Kamera an ist, weil ich bin gerade völlig daneben hier, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, was haben wir noch? Wir gucken mal ein Musikvideo. Da soll man irgendwie sich die Dinger hier so aus verschiedenen Perspektiven angucken können. Bühne 4, Bühne 5 ist gesperrt, Bühne 7 ist gesperrt, Bühne 8, Bühne... Also das ist sehr komisch. Durcheinander. Was ist denn das hier alles? Charakterauswahl? Musik? Hier sind 10 Tracks. Was ist das hier alle? Das ist doch doppelt hier, oder nicht? Musikvideo? Mach mal. Hi. Juhu. Muss ich jetzt auch spielen? Kann ich jetzt so gucken? Jetzt kann ich nur gucken. Jetzt habe ich ein Musikvideo, okay. Kann ich selber tanzen hier? Aber ob man das braucht für das Geld? Also der Hintergrund hier, wenn ich das mal so sagen darf, der ist überhaupt nicht schön. Das ist sehr unscharf. Also es ist so blurry, sage ich mal. Okay, also jetzt kann ich hier so... Ach, guck mal, ich kann mir das jetzt hier von mehreren Perspektiven anschauen. Kann man darauf zugehen, auf die Dame? Die läuft weg. Komm her. Nee, nee, es würde gehen, okay. Braucht man das? Jetzt mal ehrlich, Leute. Die bewegt noch niemals den Mund beim Singen, ne? Seht ihr das? Oh nee, das ist nie meins. Kann man das wegmachen? Ich drück mal A, ich drück mal B, ich drück mal alles. Ich drück mal Menü. Okay, dann komme ich raus. Ich will jetzt nicht sagen, dass es krank ist. Was ist denn das? Mach mal das. Hallo? Geht das nicht? Wie geht denn das nicht? Also muss ich das auf Play? Okay. Komisches Ding. Okay, ist dieselbe Stage, ne? Selbe Dame? Sie tanzt wieder. Okay, gucken wir mal von vorne an. Aber ich habe, glaube ich, genug getanzt jetzt, letzte Zeit. Und ich hier mit meinen Stäbchen. Okay, Leute, habe ich genug Faxen gemacht, das reicht. Nee, also ich brauche das nicht, ehrlich nicht. Also was ist das jetzt hier? Das ist wiederholen, das ist, ich will zurück zum Titelbildchen. Okay. Ja, also könnt ihr euch hier Musikvideos anschauen. Habt ihr jetzt gesehen, ne? Ich nehme an, das sind die DLCs hier, die gesperrt sind. Ich würde da kein Geld für ausgeben, ganz ehrlich. Gut. Schauen wir nochmal ins Ranking, was das so ist. Das spielen einige, ne? Wo bin ich denn? Ich hab das doch gespielt, oder nicht? Ja, aber was? Eigene? Auf Platz 85, Leute. Ich bin gar nicht so schlecht, oder? Nee. Gut, komm, wir machen noch einen.
Diesmal auf schwer. Was ist das? Oh Leute, ich kann mit der Musik komplett nichts anfangen. Komm, wir machen einfach Bühne 5 und dann ist das fertig, ne? Aber gib mir mal diese, das finde ich schöner, so. Ich wollte auf schwer, ne? Scheiße, das habe ich wieder normal. Juhu! Ich habe schon wieder echt einen übersehen. Boah, mein Leute, man sieht die Kreise echt so schön. Das geht gar nicht. Also, das ist ja unmöglich. Also Kombos machen ist ja auch nicht schwer, weil da kommen ja so viele hintereinander. Ey. Aber jetzt mal ehrlich, Leute, wie soll man die denn jetzt im Takt alle treffen? Das geht doch gar nicht. Ich meine, ich bin steif, was Tanzen angeht. Das weiß ich. Da wollen auch nicht schön reden oder so, aber das hat doch nichts mehr mit Tanzen hier zu tun. Das ist doch nur noch, also ich würde schon sagen, fast Krampf. Also ich kann da auch keine Choreografie oder so erkennen, gar nichts. Das ist für mich einfach alles nur willkürlich, dass hier irgendwie die Noten auf mich zugedonnert kommen. Also wollt ihr gleich noch einen schweren? Ja, ne? Komm, machen wir da noch. Okay. Man kann es ja noch niemals so wie Synthrise oder so spielen, weil man hier echt gar kein Muster erkennt, gar nichts. Ach Leute, das macht mir keinen Spaß, ehrlich. Ich bin hier total, also langsam bin ich genervt. Und ich habe dafür 25 Euro ausgegeben. Das tut am meisten weh. Das geht doch gar nicht. Das ist unmöglich, Leute. Wer spielt denn sowas? Ey. Ich gebe gleich auf hier. Also ich habe echt keinen Bock mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das Schlimme ist wirklich auch unten die Noten. Man sieht die gar nicht, weil da immer diese Figur vorumtanzt, ne? Ja, Leute, die wird immer schneller am Singen hier und... Ja. Also ich frage mich echt, wie das Ding es in den Questor geschafft hat. Jetzt mal ganz ehrlich. Und sowas wie Songbeater darf nicht in den Questor oder was? Das muss ich nicht verstehen. So, durch. Ja, bitteschön. Ja, was? Leute, jetzt werde ich auch noch ausgebuht. Was soll denn das? Mal weg. Ja, einen muss ich ja noch. Ich habe ja gesagt, ich mache noch einen schwer. Okay, können wir mal schwer. Machen wir mal das hier. Nein! Ach scheiße, ich habe wieder zu schnell gedrückt. Nein, geh mal raus. Leute, sorry. Bühne auswählen. So, schwer. Und jetzt machen wir das. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommen wahrscheinlich 3 Millionen von die Dinger oder so. Ich habe keine Ahnung. Also das war ja so schon Masse. Da habe ich wahrscheinlich das leichteste Lied ausgesucht. Oder auch nicht.
Das ist ja schwer einfacher. Was ist das denn? Da kommen dann einfach nur Bomben dazu, oder wie habe ich's? Ja, das ist gut, dass er mal zur Seite gegangen ist. Jetzt sieht man hier auch mal was. Oh. Ja, bleib doch da an der Seite, Mädel. Ah, ich habe den da oben nicht gesehen. Aber man konzentriert sich damit nicht auf die unteren, wenn da viele kommen. Ach, das dreht sich da hinten jetzt auch noch, ne? Sehe ich gerade. Ah, shit. Ach Leute, ich hab's wieder da oben nicht gerafft. Ach Leute, ach shit. Also das Spielfeld ist dahinter einfach viel, viel zu groß, als dass man alles überblicken kann, wo die jetzt herkommen. Also, was war das denn? Habe ich irgendwas Tolles gemacht? Also ich habe schon viel auf der Oculus Quest gespielt, aber das ist definitiv in meiner Top 3 der schlechtesten Spiele, ehrlich. Was war das denn? Jetzt kommen die auch noch so schräg. Ne? Also es sind, glaube ich, dieselben Noten. Nur die kommen so ein bisschen, ja, die gehen noch hoch und runter, rechts und links. Machen so eine kleine Kurve. Also ich habe direkt gemerkt, wenn die Figur wirklich nicht vor meiner Nase hier rumeiert, ne, dann ist es echt ein bisschen einfacher, weil man dann wirklich sich da hinten auf dieses Gebilde da konzentrieren kann. Leute, ein Fünfer wäre zu viel für das Ding, ehrlich. Und das ganze Package kostet 57 Euro mit allen DLCs. Das müsst ihr euch mal reintun, ey. Oh Leute, also, und es kommt auch gar kein Flow auf, muss ich sagen, irgendwie. Das kann natürlich wirklich auch jetzt der Musik geschuldet sein, dass ich da wirklich nichts mit anfangen kann, aber das ist, guck mal da oben, der Balken ist fast voll. Ein Doppel-S will ich haben. Was ist ein C? Wollt ihr mich verarschen oder was? Was ist das denn jetzt? Ich habe eine Max-Kombo von 154 und ich kriege ein C, was soll denn das? Ja gut Leute, das war Hatsune Miku. Ich habe alles gegeben, ehrlich. Also ich finde das Ding, also das ist echt einer mit der schlechtesten Titel, die ich je auf der Oculus Quest gespielt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das noch für 25 Euro, tut mir leid. Das Ding hat bestimmt Fans. Ich möchte auch echt keinen vom Kopf stoßen. Und die macht auch vielleicht super tolle Musik und super tolle Shows in Japan, auch gar keine Frage. Da kann ich mir auch gar kein Urteil bilden, weil ich das nicht weiß.
Aber das Spiel dazu, also jetzt für uns, ich sag mal Westeuropäer, ist echt Graupe, ganz ehrlich. Also tut euch das nicht an. Das ist technisch sogar teilweise unter Sidequest-Niveau. Ihr habt das ja gesehen, ne? Also ich muss da so ein bisschen wedeln. Die Noten, die sehen echt aus wie irgend so ein Hobbyprogrammierer, der die zusammengeschustert hat, muss ich ganz ehrlich so sagen. Man hält man nur so hin, dann ist das auch fertig. Die Musikvideos reißen das natürlich auch nicht raus. Also 25 Euro total überteuert für das Ding, gar keine Frage. Also von mir absolut einen Daumen nach unten. Habe ich lange nicht gehabt auf der Oculus Quest, dass also mich ein Titel so dermaßen enttäuscht hat oder ich auch wirklich sehr ärgerlich bin wegen dem Preis und so weiter, kauft euch das bitte auf gar keinen Fall. Und selbst wenn ihr Fan von Miku seid, selbst dann überlegt euch das bitte, ob sich das lohnt zu kaufen, weil das ist echt, also das wirkt für mich echt so hingeschludert, das Ding hätte kostenlos sein müssen, ganz ehrlich. Gut. Ja, nichtsdestotrotz, für das Spiel habe ich jetzt keinen Daumen gegeben, aber lasst natürlich bitte einen Daumen für mich da. Würde ich mich natürlich riesig freuen. Wer natürlich noch kein Abo hat, darf natürlich gerne meinen Kanal abonnieren. Auch da würde ich mich freuen. Und wie gesagt, schreibt gerne in den Kommentaren, was ihr zu dem Spiel haltet. Das würde mich echt interessieren. Jeder Kommentar wird bei mir anstandslos beantwortet, gar keine Frage. Und da bin ich mal gespannt. Ansonsten kann ich euch noch meinen Discord-Server anbieten mit derzeit fast 140 Leuten. Kommt gerne dazu. Ja, da sind viele VR-Verrückte, wahrscheinlich nicht so viele Mikro-Verrückte, aber wer weiß. Gut, auch da würde ich mich natürlich freuen. Dann sage ich nochmal danke fürs Zuschauen. Ich habe dir mit meinen Stäbchen heute alles gegeben. Und ja, schönen Abend, schöne Woche, wie es von mir kennt. Bis zum nächsten Video, euer Sascha. Macht's gut, Leute. Ciao.